Herzlich willkommen miteinander hier auf dem Natur- und Technikkanal Amazing Nature Alpha. Mein Name ist Michael und heute stelle ich euch das Sony FE 50mm Makroobjektiv vor für den E-Mount. Auf YouTube gibt es dazu wenig bis kaum deutschsprachige Videos und ich dachte mir, das ist eine Lücke, die muss ich unbedingt schließen. Nicht, weil ich meine, dass ich da viele Klicks davon kassiere, sondern es geht einfach darum, dass es einmal mich interessiert, wie das 50mm sich überhaupt schlägt. Und ich hoffe, den einen oder anderen von euch interessiert es natürlich auch. Außerdem habe ich es in meinem Newsletter angekündigt, dass ich dieses Objektiv mir mal vorknüpfe und heute ist es soweit. Sicher hat der ein oder andere von euch schon mal das Video zum 90mm Makroobjektiv gesehen. Das werde ich euch im Detail heute nicht mehr vorstellen. Natürlich werde ich die ein oder anderen Eckdaten mit dem 50mm vergleichen. Und dass es nicht ganz so Sony-lastig wird, habe ich auch einen weiteren Gast in diese Sendung eingeladen. Und zwar ist es das etwas ältere, aber doch sehr legendäre Tamron 90mm mit der offensten Blende f2,8. Es gibt ja mehrere 90mm von Tamron und das hier ist noch das mit dem mechanischen Fokus, aber damit konnte ich auch schon sehr, sehr scharfe Bilder machen. Die kann ich ja euch ja jetzt mal einblenden. Okay, dann schauen wir uns die beiden Objektive mal etwas näher an. Wir haben hier einmal das 50mm von Sony, gebaut für den E-Mount. Also wer ein natives Objektiv für den E-Mount sucht, der kommt ohnehin an den beiden kaum vorbei. Denn es gibt mittlerweile nur drei Sony-Objektive für Makro. Das ist eigentlich auch mehr als genug. Einmal ein 30mm, das ist schon etwas älter. Das wurde ursprünglich für den APS-C-Sensor entwickelt. Und für den Vollformat-Sensor kommt eigentlich nur das 50mm oder das 90mm in Frage. Preislich sind die beiden sehr weit auseinander. Das 90mm hat einen UVP von 1.199 Euro. Mittlerweile kann man dieses Objektiv natürlich aber auch schon von 900 bis 1.000 Euro gut und neu kaufen. Das 50mm, das kostet momentan um die 500 Euro, hat glaube ich einen UVP von 599 Euro, wenn ich hier auf meinen Spickzettel schaue. Und das habe ich aber auch hier schon neu für 450 Euro durchaus gesehen. Von der Konstruktion, es ist sehr, sehr leicht gebaut, ein kleines handliches Objektiv. An der Seite finden wir hier wieder den AF-MF-Schalter für das Umschalten aufs manuelle Fokussieren, dann eine Fokushaltetaste und einen Fokuswegbegrenzer. Den können wir begrenzen von der Naheinstellgrenze 16 cm bis 30 cm auf der ersten Stufe oder von 30 cm auf unendlich. Wer das Objektiv nicht im Nahbereich einsetzen möchte, der spart sich damit sehr viel Zeit, denn das Objektiv muss nicht den ganzen Fokusweg durchdrehen. Und dann haben wir noch die Stellung Full, das bedeutet, das Objektiv wird immer den ganzen Fokusweg durchdrehen. Nochmal auf die Konstruktion zurückzukommen, das Objektiv hat 8 Linsen, ein ED-Glaselement in 7 Gruppen aufgeteilt. Das 90mm, das ist schon wesentlich aufwendiger konstruiert. Wenn ich mal hier nach unten scrolle, dann lese ich hier, das ist ein Objektiv mit 15 Linsen, eine asphärische Linse, eine ED-Linse, eine Super-ED-Linse und das in 11 Gruppen gepackt. Also hier ist natürlich bedeutend mehr Glas drin. Das rechtfertigt natürlich auch den Preis. Wir haben hier doppelt so viel Glas, fast das dreifache Gewicht. Das hier wiegt, glaube ich, nur 200 Gramm. Ich lege mal die Kamera hier vorne ab und schaue nochmal nach. Also das hier wiegt 600 Gramm und das andere wiegt nur 236 Gramm. Eine super, super leichte Linse. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Vom Aufbau muss ich sagen, bin ich nicht so erfreut, denn das Objektiv hat wieder eine innenliegende Linse. Ihr seht das schon, wenn ich das hier in die Kamera halte. Das Objektiv ist nicht so einfach zu reinigen, wie zum Beispiel das 90mm. Das hat nämlich die Linse ganz vorne. Ich kann ja das hier nochmal, die Gegenlichtblende mal abschließen. Und ihr seht, hier kann ich einfach mit einem weichen Tuch die Linse reinigen. Und bei diesem würde ich fast schon dazu neigen, hier auch einen hochwertigen UV-Filter zu befestigen, der die Bildqualität nicht beeinflusst, damit einfach der Dreck nicht ins Innere fällt, weil das zu reinigen ist nicht unbedingt so spaßig. Wir haben hier eine kleine Linse von nur 1,5 cm circa. Und hier mit dem Tuch und dem Finger rumzufummeln, das macht es auch nicht unbedingt einfach, das zu reinigen.
Wir haben hier eine sehr kurze Brennweite für ein Makroobjektiv von 50 mm, was andeutet, dass Sony dieses Objektiv eher für die APS-C-Sensoren gebaut hat. Aber auch am Vollformatsensor kann man das Objektiv einsetzen. Ich habe es ja hier an die A7R Mark II angeschraubt und wenn ich das einschalte, dann sehe ich auch, er schaltet auch nicht um auf APS-C, sondern es ist zu 100% auch am Vollformat nutzbar. Aber die längere Brennweite am 90 mm Objektiv, jetzt muss ich zum anderen greifen, die sorgt natürlich dafür, dass wenn wir zum Beispiel uns an scheue Insekten annähern, zum Beispiel einem Schmetterling, dann kann ich hier wesentlich weiter wegbleiben, bis ich auf meinen 1:1 Vergrößerungsmaßstab komme, als hier. Beim 50 mm muss ich näher rangehen. Die Benutzerfreundlichkeit ist aber höher, wenn es an einem APS-C-Sensor gebaut ist, denn dann müssten wir diese 90 mm nochmal mal 1,5 nehmen und dann haben wir schon eine sehr, sehr starke Brennweite, die zum Händeln dann auch nicht mehr so einfach ist. Und deswegen für APS-C-Sensoren ist natürlich 50 mm gar nicht mal so schlecht. Diese Linse ist stabilisiert und das ist natürlich für Kameras praktisch, die keinen stabilisierten Sensor haben. Hier bei der A7R Mark II wäre es egal, da könnte ich das 50 mm auch verwenden. Das ist unstabilisiert und der Sensor der Kamera ist stabilisiert, das wäre dann wieder in Ordnung. Aber das ist ein wichtiges Detail, das ihr unbedingt noch wissen müsstet. Kommen wir zum Fokussieren. Ich habe die Kamera mal eingeschalten und wenn wir jetzt mal fokussieren, dann merken wir schon, dass das Objektiv hier vorne ausfährt. Also wenn ich hier drücke, dann seht ihr schon, das Objektiv fährt nach vorne aus und es ist auch nicht sehr leise. Also es ist ein mechanischer Fokus, wohingegen das 90 mm von Sony einen Ultraschallfokus hat, der sehr schnell und leise an sein Ziel pumpt. Das seht ihr in dem Video, das ich vorhin erwähnt habe. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wir schaffen eine Konstante mit dem Scheinwerfer hier. Ja, seht ihr das, wie gut das fokussiert? Es ist nicht das Schnellste. Also ich habe jetzt hier die 50 mm Linse drauf, wie versprochen. So, dann würde ich sagen, wir machen einfach mal ein paar Fotos. Und ich versuche die gleiche Stelle dann mit dem anderen Objektiv auch zu machen. Und zwar gehe ich jetzt auf manuellen Fokus und drehe das Objektiv ganz auf 1:1 raus. Und wir suchen uns jetzt eine Stelle aus. Ich würde sagen, dieses kleine grüne Moosteil oder ich kann es nicht ganz identifizieren, was es ist, das werden wir jetzt mal fotografieren. Wie gesagt, ich bin im größten Vergrößerungsmaßstab. Wir haben die Beleuchtung gesetzt, die ist immer gleich und so werde ich jetzt hier mit jedem Objektiv dieses grüne etwas ablichten. Und später werden wir das schärfste Bild von diesen wieder aussuchen. Dann werde ich aber auch noch mal kurz ein Bild in den Wald schießen, damit ihr auch im Gegenlicht mal den Vergleich habt, wie das Bild dann im Endeffekt aussieht. Dabei schalte ich wieder auf automatischen Fokus, gehe mal auf Full Fokus und dann schauen wir mal, muss ich wahrscheinlich mit der ISO wieder etwas nach unten und jetzt drücke ich mal drauf und ihr seht, wie lange das braucht. Er hat auch einmal fehlfokussiert. Das Bild ist jetzt viel zu hell, da gehen wir mit der ISO nach unten. Das seht ihr unten am Histogramm. Das könnt ihr auch nochmal in meinem letzten Video anschauen, wie das Histogramm funktioniert. Und ihr seht schon, ich muss das jetzt hier so aus der Hand. Normalerweise nehme ich die Kamera immer ans Auge, aber heute muss ich das hier so aus der Hand machen, weil sonst geht das mit dem Rekorder ja nicht gut. So, jetzt werden wir noch mal ein paar Aufnahmen machen, um das Bouquet zu sehen. Heute erschwerte Bedingungen hier im Wald bei minus 7 Grad. Ihr seht schon, ich habe hier eine Dorne, ein Dornengewächs und mache hier noch mal ein paar Fotos, auch im Hintergrund, damit ihr diese Bälle oben seht in den Wipfeln der Bäume. Ich hier hingehe, ihr seht schon, dann löst er das total auf. Okay, ihr habt die Fokusgeschwindigkeit gesehen, ihr habt das Bokeh gesehen. Wir schauen uns die Schärfe dann nochmal im Detail an. Jetzt bauen wir mal das Objektiv um. Gut, wir haben jetzt die Bilder in Lightroom geöffnet und ich habe die Bilder vom Tamron rot eingefärbt, die vom 90 mm Sony habe ich gelb eingefärbt und die vom Sony 50 mm habe ich blau eingefärbt. Und hier in der normalen Ansicht sehen wir hier unten schon die Farbe gelb für
das 90mm von Sony und Blau für das 50mm von Sony. Und ihr seht auch hier die verschiedene Bildwirkung. Natürlich haben wir hier mehr Tiefenschärfe, weil wir weniger Brennweite haben beim 50mm. Und hier sehen wir nur den schmalen Grat auf der linken Seite von dem 90mm. Was uns aber interessiert, ist die Schärfe und ich gehe jetzt hier mal in den 1:1 Vergleich. Und wenn wir jetzt rein von der Schärfe beurteilen müssten, dann würde ich auf den ersten Blick sagen, dass das 90mm von Sony hier einen Hauch schärfer ist, jedenfalls in der aktuellen Ansicht. Ich gehe mal in die 2:1 Ansicht, dann wird das vielleicht noch ein wenig deutlicher. Positioniere ich die Bilder mal ein bisschen nebeneinander, so. Und wenn ihr jetzt vergleicht zwischen diesem Bereich und diesem Bereich und ihr immer wieder hin und her springt mit eurem Auge, dann merkt ihr, dass wir auf der linken Seite einen ganz, ganz, ganz kleinen Vorsprung an Schärfe haben. Dann schauen wir uns die anderen Bereiche des Bildes an und hier direkt an diesem seidenen Spinnenfaden sehen wir auch, dass das 50mm etwas mehr zu gesättigten Farbrändern neigt, zu den sogenannten chromatischen Aberrationen. Das wird ja schon langsam mein Lieblingswort hier. Also auch hier seht ihr im Bouquet diese grünen Farbsäume, die hier das Sony 90mm, das ja umso viel teurer ist, einfach besser im Griff hat. Aber wenn wir rein die Schärfe beurteilen, dann legt das 50mm an dieser Stelle schon mal die Messlatte sehr weit hoch. Auch wenn hier in diesem Bild man den Eindruck hat, dass das 90mm von Sony das schärfere ist. So, jetzt habe ich es umgedreht. Jetzt haben wir hier rechts das Sony und links das Tamron. Jetzt haben wir beides bei beiden Fotos die Einstellung bzw. die Brennweite 90mm. Und wenn wir das jetzt mal nebeneinander platzieren, rechts das Sony, links das Tamron, dann sieht es jetzt schon wieder etwas anders aus. Denn jetzt muss man neidlos anerkennen, dass das Tamron nochmal einen Hauch schärfer ist als das Sony 90mm, das ja gerade schon den Vergleich zum 50er gewonnen hatte. Ja, wenn wir das vergleichen, ist das Tamron tatsächlich nochmal schärfer und das ist wirklich beeindruckend. Schauen wir uns kurz die chromatischen Aberrationen an. Diese hat Sony bedeutend besser im Griff. Ich würde sogar sagen, die chromatischen Aberrationen beim Tamron 90mm sind stärker wie die des Sony 90mm auf jeden Fall, aber auch des Sony 50mm. Wenn ihr das vergleicht hier, diese bunten Punkte und diese gesättigten Kanten in Grün und ich sag mal Lachsfarben, die fallen hier wesentlich defensiver aus. Wie gesagt, hier in dieser extremen Vergrößerung von 2:1. Also auch hier deutet sich das an. Wenn ihr nochmal das Gesamt beurteilen wollt, so sieht das dann von Weitem aus. Gut, dann vergleichen wir einmal die Baumaufnahme. Hier seht ihr schon ganz klar, auf der rechten Seite ist das 50mm, auf der linken das 90mm. Man sieht, dass der Baum ist wesentlich stärker herangezoomt. Es ist auch ein Vergleich, der natürlich sehr hinkt, denn wir zoomen ja hier auf der linken Seite viel stärker in das Bild hinein. Aber immerhin, beide Linsen haben ja eine feste Brennweite und die lassen wir jetzt einfach mal für sich sprechen. Wenn wir mal so durch das Bild fahren, dann muss man einfach auch sagen, dass das 50mm eine beeindruckende Schärfe vorlegt. Die Schärfe von dem 50mm hat man fast den Eindruck, dass sie in dieser Bildeinstellung tatsächlich gewinnt. Wenn wir uns jetzt die filigranen Strukturen der einzelnen Nadeln anschauen, dann ist das auf der linken Seite beim 90mm Sony tatsächlich sehr, sehr scharf. Beim rechten Objektiv, also bei dem 50mm, da merken wir einfach, da ist hier in den Spitzenlichtern wieder die unruhige Struktur der chromatischen Aberrationen zu sehen. Aber wenn wir mal schauen, hier rechts, wo der Wald wirklich dann keine Spitzenlichter mehr aufweist, da haben wir eine sehr beeindruckende Schärfe. Allerdings ist Schärfe nicht alles. Gerade wenn wir in die Randbereiche des Bildes gehen, dann werden wir auf der rechten Seite wesentlich deutlicher die Kantensäume feststellen. Ihr merkt schon hier, je weiter ich rauskomme an den Rand, je deutlicher werden die Kantensäume. Wir sind jetzt hier ganz links oben im Bild und ihr seht, an den Rändern des Objektivs tritt die chromatische Aberration wesentlich deutlicher zutage, als sie das bei dem 90mm von Sony tut. Also man muss ganz klar sagen, schärfetechnisch sind beide Objektive nahezu gleich auf. In manchen Einstellungen wirkt es sogar, dass das 50mm ein Quäntchen Vorsprung hat. Aber in den chromatischen Aberrationen, da erlaubt sich das 90mm von Sony einfach mal keine Schwächen.
Vergleichen wir das nochmal kurz mit dem Tamron, das Sony jetzt auf der rechten Seite. Und wenn wir jetzt hier mal in diese Region des Baumes scrollen, dann bemerken wir sofort, dass das Tamron hier ebenfalls wieder chromatische Aberrationen sehr empfindlich hat. Wir haben hier links einen regelrechten Objektivfehler, eine Reflexion, die hier sich sofort in blauen Säumen niederschlägt. Man merkt also, die reine Qualität des Objektivs auf der rechten Seite von Sony, die lässt schon hier tatsächlich nicht zu wünschen übrig. Die ist wirklich herausragend und gerade in den Feldern der chromatischen Aberration. Hier sieht man es wieder auf der linken Seite beim Tamron deutlich hervorkommen. Da hat Sony tatsächlich die Nase vorn. Auch wenn man die Schärfe neidlos anerkennen muss, das Tamron hier auf der linken Seite, das kann durchaus mithalten in puncto Schärfe. Wie gesagt, wir sind hier in der extremen Vergrößerung von 2:1 und wir sehen hier ganz deutlich hier diese lilanen chromatischen Aberrationen, die bei Sony nahezu gänzlich fehlen. Kommen wir zum letzten Vergleichsbild. Hier ging es ja um das Bokeh und um die chromatischen Aberrationen. Wir sehen auf der linken Seite das Sony 90mm, auf der rechten Seite sehen wir das Sony 50mm und auf dem ersten Blick fällt schon auf, dass das Bokeh professioneller aussieht beim teuren Objektiv. Einmal durch die Rundheit der Bokeh oder der Spitzenlichtpunkte. Die sind hier beim 50mm durch die fehlenden Blendenlamellen oder durch die reduzierte Anzahl der Blendenlamellen abgeflacht, wie ein Stoppschild, kann man fast schon sagen. Also das wirkt ein bisschen aufgeregter. Durch die kürzere Brennweite haben wir hier auch mehr Unruhe drin, wie auf der linken Seite durch die 90mm. Und wir sehen hier auch, es ist weicher und runder auf der linken Seite. Wenn wir zum reinen Schärfevergleich kommen, dann muss man sagen, bei 2:1, also wir reden hier gar nicht mal von 1:1, wir sind hier im 2:1 Vergleich. Und da muss ich sagen, in dieser Aufnahme gewinnt das 50mm. Denn schaut mal diese grandiose Schärfe an. Wenn ich das jetzt auf 1:1 raus vergrößere, dann haben wir hier absolut nichts herumzumäkeln. Von hier aus kann ich schon mal eine klare Empfehlung aussprechen. Jedenfalls im Bildzentrum ist das Objektiv brutal scharf und auf der linken Seite, wir merken schon, wir haben hier nicht so richtig, okay, ich bin unfair, ich bin im 2:1-Modus, aber auch so, wir haben hier nur in dem Bereich die Schärfe liegen, aber selbst hier wirkt sie nicht ganz so knackig wie auf der rechten Seite und von daher muss man mindestens dem 50mm zugestehen, dass es eine herausragende Schärfe mit sich bringt hier, aber wir sehen auch hier wieder im Gegenlicht hier diese aggressiv ausbrennenden bunten Spitzenlichter, das hat schon auch was mit der Linsengüte zu tun, mit der Anzahl der ED-Gläser, die verbaut sind und hier schneidet das Sony auf der linken Seite besser ab. Hier muss man einfach sagen, Schärfe Note 1 plus, chromatische Aberrationen eher die 3 minus, wohingegen hier auf der linken Seite muss man eher sagen, Schärfe Note 1 minus und chromatische Aberrationen Note 1. Gut, vergleichen wir noch einmal die beiden 90mm bei dieser Aufnahme. Auf der rechten Seite sehen wir schon diese Stoppschildform der Blenden oder der Spitzenlichter im Hintergrund. Das deutet auf das Tamron hin, während links das cremige Bokeh vom Sony ist. Wenn wir rein jetzt die Schärfe vergleichen, dann müssen wir hier erstmal im 1:1 Modus feststellen, dass das Tamron hier auf der rechten Seite uns wieder nicht enttäuscht. Es ist überragend scharf und man muss hier ganz klar sagen, das Tamron ist in dem Vergleichstest das schärfste Objektiv. Da gibt es überhaupt nichts dran rumzudeuteln. Wenn ich nun die drei Objektive bewerten müsste, dann würde ich sagen, chromatische Aberrationen hat das Sony 90mm eindeutig Platz 1 verdient. Auf Platz 3, auf dem letzten Platz, ist das Tamron-Objektiv. Wir haben im Bild die aggressivsten bunten Sättigungskanten. Und beim Sony 50mm ist das nicht ganz so drastisch. Wenn ich aber jetzt Plätze vergeben müsste in puncto Schärfe, dann neige ich fast dazu zu sagen, das Objektiv, auch wenn der Vergleich sehr, sehr knapp ist, landet hier beim das Sony 90mm würde für mich jetzt auf dem dritten Platz landen. Das Tamron würde für mich auf dem ersten Platz landen. Es ist wirklich überragend scharf und in zwei Bildern hat es fast so ausgesehen, wie wenn das 50mm von Sony auf einen
Hauch schärfer ist wie der große Bruder 90 mm von Sony. Und deshalb würde ich jetzt sagen, nicht ganz verdient, aber wahrscheinlich eher realistisch. Die Weichzeichnung, vielleicht auch durch die erhöhten Blendenlamellen, durch das weichere Bokeh, tritt beim Sony 90 mm ganz, ganz knapp stärker auf. Und deswegen würde ich sagen, schärfetechnisch Platz 3 für Sony 90 mm, Tamron 90 mm schärfemäßig auf Platz 1. Aber wie wir vorhin schon gehört haben, Schärfe ist nicht alles. Es kommt auch noch ein bisschen auf die Funktion an, wie gut funktioniert der Fokus. Und der ist ja beim Sony 90mm 1A. Er ist extrem schnell, extrem leise, wohingegen das Tamron ja schon mal per se am E-Mount gar nicht so reibungslos funktioniert und hier dann einfach nur in der Schärfe der Sieger ist. Ja, zum Glück wieder zurück im Warmen. Es ist ja eine eisige Kälte draußen. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick bekommen, wie scharf die Objektive sind. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Entscheidung abnehmen, welches Objektiv für euch das Richtige ist. Nochmal zu den Vorteilen. Dieses Objektiv ist einfach wirklich sehr preiswert, passt an den E-Mount, kann direkt an den Sony-Kameras verwendet werden. Es ist sehr, sehr scharf, also das dürfen wir jetzt nicht sagen, dass das eine schlechte Linse ist. Das ist wie wenn man zum Beispiel eine Mercedes E-Klasse kauft oder einen Dacia, um mal zwei Marken zu nennen. Der Dacia ist viel, viel billiger als die E-Klasse von Mercedes und dennoch kommen beide Autos ans Ziel. Das eine vielleicht etwas komfortabler als das andere. Und so ist das mit den Objektiven auch. Wir haben hier zwei Kategorien. Das eine ist wirklich die Mercedes E-Klasse und das andere eher so der Dacia. Das heißt, voll zweckmäßig, sehr, sehr viele Vorteile, aber man hat auch einfach einige Abstriche, die man machen muss. Nachteile bei dem Objektiv sind zum Beispiel der langsame Fokus, der laute Fokus, der mechanische Fokus, die innenliegende Linse, der fehlende Stabilisator. Vorteile wären jetzt, dass es mega leicht ist, mega günstig und trotzdem mega scharf. Für den Einsteiger in der Makrofotografie ist das Objektiv, sage ich mal, zu 200% ausreichend. Dazu muss man auch einfach sagen, dass diese 50 mm Brennweite von Sony viel benutzerfreundlich ist, wenn man einen APS-C-Sensor hat, denn dann hat man nicht so eine starke Brennweite, denn das ist bei Makros, wo es ja ohnehin schon sehr zittrig zugeht, sehr, sehr anstrengend, wenn man dann noch eine lange Brennweite hat. Damit umzugehen ist nicht sehr benutzerfreundlich. Deswegen für APS-C-Sensoren wie geschaffen, würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus sagen. Das Tamron-Objektiv kam ein bisschen zu kurz. Ich habe ja ein paar Bilder mal gemacht, damit ihr einen Vergleich seht. Dieses Objektiv, schaut euch das an, das ist wie neu. Das habe ich gebraucht, gekauft für 190 Euro. Wenn ihr den Adapter LAEA3 von Sony für den A-Mount habt, dann schaut euch dieses Objektiv auch nochmal unbedingt an. Wer sowieso nur manuelle Makros aufnimmt, für den sind die 190 Euro wirklich sehr, sehr gut angelegt. Das Objektiv ist knackscharf und einfach eine Wucht. Aber man muss natürlich hier auch sehr viele Abstriche machen. Kein automatischer Fokus, kein Stabilisator und so weiter und so fort. Darauf möchte ich jetzt nicht mehr so weit eingehen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr mich begleitet habt heute hier auf meiner Reise mit dem Wohnmobil. Ich bin heute wieder an Dörfern vorbeigekommen. Die liegen nur 10 Kilometer im Umkreis und ich kannte die gar nicht. Das ist immer wieder interessant, wenn man mal so ein bisschen Straßen fährt, die man sonst nicht fährt. Ich freue mich auch, wenn ihr auf meiner Webseite vorbeischaut, denn dort habe ich auch einen Blog. Da könnt ihr euch auch zum Newsletter anmelden, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, was meine nächsten Projekte sind oder was mich wieder in dem Monat bewegt hat. Außerdem, wen es interessiert, ich wähle auch immer das Newsletter-Tier des Monats. Das ist so eine kleine Sache von mir, die macht mir einfach Spaß und ich freue mich, wenn der ein oder andere ein Tier sieht, das er vielleicht selber noch gar nicht so wahrgenommen hat oder vielleicht Eigenschaften über es liest, das er noch gar nicht gekannt hat. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.